Back from the dead. Willkommen zu einer Episode des Rocket League Item Shops und wir schauen mal direkt rein, sehen, dass heute ein paar Crimson-Sachen dran sind auf der Featured-Seite. Zum einen haben wir Smokescreen Animated Decal für den Octane in Crimson am Start. Ich zeig's mal auf der anderen Farbe hier. Kann man nicht ganz so gut sehen, auf Blau ist natürlich ein bisschen besser, muss man natürlich aufpassen mit dem Kontrast. 500 hierfür. Und dann haben wir die Inverted Cutter drin, Exotic Wheels in Crimson. Die haben was. Die haben sogar nochmal so einen Effekt hier durchgehen durch das Profil, finde ich richtig nice. Und hier auch nochmal diesen Effekt, so ein Spiraleffekt, der hier so durchgeht sozusagen. Ist ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Coole Reifen, Crimson auf jeden Fall, kommt immer ganz gut. Passend zu irgendeinem Wagen vielleicht. 900 Credits und bei den Dailies gehen wir mal schnell durch. Octane Slimline in Sky Blue. Dann haben wir Takumi Decal für 50 drin. Wir haben die Quimbys drin in Saffron. Dann haben wir Hot Rocks drin, ebenfalls Saffron. Kann man sich was zusammenstellen vielleicht, denn der Werwolf ist ebenfalls in Saffron am Start. Das heißt also, wer den mag, kann hier vielleicht eine Kombination machen. Und die Clodhopper sind da ebenfalls in Crimson, also Crimson Days heute und Saffron Days. Schauen wir mal im E-Sport-Bereich nach. Da haben wir Energy drin als Player-Banner. Dominus Decal ist drin. Wir haben Octane Decal drin von G2. Noch ein Player-Banner von Rogue. Und dann haben wir die AMR. Oh, die sehen nicht schlecht aus, muss ich sagen. Titanium White, ne, die sehen doch schlecht aus, sorry, die nehme ich zurück, ich feiere das nicht so, ich weiß nicht. Die Reifen bisher, die drinnen sind, sind nur die Apex irgendwie geil und da müssten neue Reifen her, irgendwie Dracos oder so, weiß ich auch nicht, oder irgendwas an Besonderes, Inverted Wheels oder sowas, vielleicht mal irgendwas überlegen. Auf jeden Fall geht das Highlight raus an die Titanium White AMR und hier, ja, auf jeden Fall an die Cutter Inverted, würde ich sagen. Es sind schon coole Reifen, schreibt gerne mal rein, ob ihr euch irgendwas aus dem Shop holt und wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Sub da und dann hören wir uns zur nächsten Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.